Jo, hallo zum letzten Spieltag des Optimalen in der Auflage 14 zum Finale. Mit dem Oh, Abdisus auch noch dabei. genau, Finale. Oh, und diesmal nicht in Berlin, sondern in Dortmund. Ja, bei Schwarz-Gelb 09 Dortmund gegen. Im FC Rocky 41. Beide haben den Fun Cup noch nicht gewonnen, kann man sagen, ne? Beide sind auch, glaube ich, Finaldebütanten. Ja. Kann man auch sagen. Und ich verspreche mir ein richtig spannendes Spiel. Also heute ist wirklich Spannung angesagt. Also ich Ja. habe auch mal die Spiele durchgegangen, die sie jetzt hier im Fun Cup hatten. Die sind wirklich gleichwertig. Vor allen Dingen ist das Lustige, Rocky ist auswärts ein Tick besser als heimwärts und bei Dortmund ist es genau andersrum. Trotzdem haben die meisten im Tippspiel für Dortmund getippt. Also wenn man so sagen kann, ist jetzt eigentlich, ja, punktemäßig sind sie auch ziemlich gleich, was sie insgesamt an Punkte gesammelt haben. Du meinst jetzt in dem Fun Cup oder ewige Tabelle? Nein, in diesem Fun Cup, in Ah, dieser Auflage. okay. Ja, in der ewigen Tabelle wird Schwarz-Gelb 0-0 und da hat man schon ein Stück weiter sein, weil die ja schon öfters teilgenommen haben als Rocky. Genau. Aber das können wir uns ja dann am Ende auch nochmal angucken. Genau. Jedenfalls würde ich sagen, wir pfeifen das Spiel jetzt mal Ja, pfeift drauf. Ah. an, Ins Westfalenstadion aus Dortmund. und fürs Finale so wenig Zuschauer. Ja. Mann, 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 gibt's denn was Spannenderes als ein Finale? Oder sind die Fans sich so Nein. sicher, dass sie gewinnen? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe keine Fans interviewt, also puh. Der Also. Stärk ist ziemlich gleich, Land Bezirksklasse gegen Landesliga. Genau. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Und in der 18. Minute die erste Chance für Rocky. Durch Randy Warner. Es ist auch ein Duell Deutschland gegen Australien. Also von dem her. Und die Australier schießen das erste Tor FC Rocky 1 zu 0. Wow, das hätte ich mir nun nicht gedacht. Ja. Schwarze Ja, der Hubschrauber, wieder Hubschrauber mal. fliegen über Stadion nach Westen. Im 26. Westen nichts Minute, das Neues. 2 zu 0. Was ist denn Oh. hier los? Toligno Emmerin, wo bleibt Dortmund? Noch keine Chance, nichts. Wir haben noch nichts gesehen. Da sind sie Gelb, noch jetzt. zu nervös. Jetzt wollen wir Da sind sagen, sie gibt die einfach gelbe zu Karte. nervös. Und in der 34. Minute kommt da jetzt der Anschlusstreffer. Jawohl! Ja. Jetzt, sie haben ein bisschen gebraucht, bis sie aufgewacht sind. 35. Aber jetzt. Minute. Und gelb-rot für Dortmund. Autsch, autsch. Ob das das Ende Das. bedeutet oder machen die 10 Mann jetzt eine Heldentat und geben Ja, alles? bekommt ein Spieler zweimal die gelbe Karte, das bedeutet rot. Nein. Sonst noch kein Spieler vorbelastet worden hier in diesem Spiel von Dortmund, ja? Ja, ne, das ist natürlich, da hat sich Und der Spieler. Demirel, der was zwei Tore geschossen hat, wird von den Fans gnadenlos ausgepfiffen. Ja, ich weiß ja auch nicht, was die da sehen wollen. Ja, Ich würde ihn wahrscheinlich. feiern. Ja, wahrscheinlich, das ist unbeschreiblich, aber Dortmund, meine Güte, das ist natürlich jetzt ein hartes Brot, hier das letzte Tor noch zu schießen zur Verlängerung. Schaffen sie es Ja, noch? das Gelbe Karten kommen. was du zehnt. Und Tor in der 91. Nur in Minute, der na? 91. Kommt da noch eine Verlängerungschance? Nein. Nein! Es ist Oh das Mann. 3 zu 1 für Rocky! Das war's, glaube Damit ich. ist der Kuchen, glaube ich, gegessen. Jawohl. Und Rocky gewinnt! Erste Fun Cup Pokal für Australien. Herzlichen Glückwunsch an An FC Rocky, Rocky ja. 41. Ich glaube, das war seine erste Teilnahme, ne? Ja, seine erste Teilnahme. Somit Also. ist er der Dritte, der was bei der ersten Teilnahme gleich gewinnen kann. Genau, Hier. also meine Güte, Glückwunsch an Rocky und Australien steigt in der Länderwertung. Aber wahrscheinlich jetzt mal gut an. Werden wir nachher vielleicht, also werde ich noch anzeigen. Vielleicht Ja, sehen also nach. werden wir noch sehen, es werden jetzt sicherlich noch Tabellen kommen, genauso wie die ewige Tabelle und natürlich das Tippspiel, was denke ich mal auch noch sehr Was interessant sein richtig heftig dürfte. wird heute. Da ist auch, da ist fast noch mehr Spannung angesagt als für Im das Spiel selbst. Finale. Und damit ab zur Tabelle. Ihr werdet sehen, was jetzt kommt. Wir wissen es selber noch nicht. Also bis gleich.
Ja, und hier sieht man's nochmal schwarz auf weiß. Den Sieg von FC Rocky 41, das 1:3 bei Dortmund. Ja, und was kann man dazu noch weiter sagen? Ich würde sagen, ab zu den Statistiken, oder? Schauen wir uns heute diesmal mal die Statistik an, weil die sind in der letzten Saison nie immer im Rückblick geblieben, also Rückblick Immer so geblieben. ein bisschen zu kurz geraten. Genau. Was ich ja interessant finde, die erstaunlich hohe Anzahl von Toren pro Spiel. Hochgerundet 4 Tore pro Spiel. Das ist schon richtig viel, ja. Da Ja. ist den Fans was geboten worden. Vor allen Dingen hier das Spiel mit den meisten Toren. Viola Wien gegen Schwarz-Gelb 09 Dortmund mit 7:7 nach Elfmeterschießen. Das hatte schon was. Und es gibt da auch fast eine Premiere bei herausragenden Begegnungen. Ich bin mal nicht drinnen. Weil meistens bin ich mit irgendeiner Arschniederlage drinnen. Genau, mit, ich weiß gar nicht, was war, 6:0 oder 5:0 die letzten Male, ja. Genau so. Und dann schauen wir mal, wer der beste Torschütze überhaupt war von den vielen Toren. Da Und gibt's ja, einen. das wundert mich eigentlich jetzt nicht recht. Graziano de Panea. Genau, und dann Und Balla, das hat man schon fast erwartet, dass der vorne mit dabei ist. Und dann kommt der linke Stürmer vom Sieger, der Tully Amorim, der noch ausgebuht und ausgepfiffen wurde. der Brasilianer hat sich da heute noch weiter raufgeschossen, ja, auf den dritten Platz. Genau, und Dortmund mit seinem Mittelstürmer hier an 9. Stelle, aber trotzdem ins Finale gekommen, ne? Also man sieht, man muss nicht unbedingt der Erste sein in der Torschützenliste, um ins Finale zu kommen. Das ist wahr, ja. So, was haben wir noch? Zweikämpfe. Wer war denn der beste Zweikämpfer diesmal? Na? Rocky. Tondo Zizek, also die teilen sich das, also teilen sich eigentlich gar nicht, wer Rocky war. Eben. Dortmund war ja nicht erster in den. Genau, aber man sieht, es ging doch viel über die Abwehr wahrscheinlich. Ja. Dass da doch bei den vielen Toren doch irgendwie noch mehr abgehalten wurde. Anders kann ich es mir nicht sagen. Und ja, schauen wir noch einen letzten Blick auf die Historie. Ja, Da jetzt steht es ist. noch nicht dabei, weil es eben noch nicht 19 Uhr ist hier bei uns. Genau, aber wir können schon in die ewige Tabelle schauen. Und da, das schon da, dass eine Spielstätte aktualisiert worden ist. Aber da wird, da tut ich auch dann nicht mehr recht was. Ja, da musst du schon weiter rauf. Die haben schon an die 20 Punkte bekommen, halt. Ist es auch. Rocky. Na, 24 Punkte, ja. Mit einer Ja. Teilnahme. Ja, steht also auch noch nicht drin, der Sieg. Das wird dann wahrscheinlich dann in der, weil wir nehmen das Video hier gerade vor 19 Uhr auf, weil Dortmund das Spiel eher angepfiffen hat. Da dachten wir, können wir das gleich mal nutzen. Also steht noch nicht dabei, aber es sollte dann nächste Saison oder nach 19 Uhr drinne stehen, der eine Sieg, den Rocky hat. Also Glückwunsch Das ist nochmal. es, ja. Und Ja, es vorne? ist auf jeden Fall, ja, noch dabei ist es nicht, weil man sieht auch, es ist noch kein Titel hier drin. Ja, eben, genau. Vorne hier steht noch kein Titel. Aber man sieht auch, wenn man mal jetzt in die Top 10 schaut, da hat sich auch was getan. Einerseits, nämlich das Erstaunliche, wer sich noch erinnern kann an den dritten Spieltag oder so, da habe ich ja mal so eine Auflistung gezeigt, wie der erste, zweite, dritte und wie die ganzen Plätze, die Minimum drei Spiele drei Teilnahmen haben, standen. Und seit der 111. Saison war der erste, zweite, dritte, vierte Platz quasi gleich. Aber jetzt hat sich was getan. Bergstedt hat die Möwe überholt. Zwar knapp mit 3 Punkten, aber Bergstedt an Platz 2. Aber doch. Und ich halte mich immer noch an Platz 1. Es wird zwar immer knapper, das gebe ich zu, aber ich halte mich an Platz 1. Und das seit der 109. Saison, seit ich diese Auflistung hier mache, halte ich mich an Aber 1. ehrlich gesagt, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber durchschnittlich die meisten Punkte haben jetzt trotzdem fast die Traumtänze gemacht. Die sind an achter Stelle mit nur drei Teilnahmen. Ja. Ja, da muss Was? ich sagen, es gab hier einige, wo ich mir sage, Mann, 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 wenn die so weitermachen, haben die nach 8 Teilnahmen wie ich, hätten die mehr Punkte gehabt. Also ich habe es mir bei Botropolis ausgerechnet, als die 4 Teilnahmen hatten, hätten die so weitergespielt wie diese 4 Teilnahmen, die sie da hatten,
hätten sie dann nach 8 Teilnahmen mehr Punkte gehabt als ich nach 8 Teilnahmen. Also da läuteten bei mir schon die Alarmglocken. So, und da haben wir jetzt statistikmäßig, glaube ich, alles durch. Können wir zum Gewinnspiel kommen, oder? Die fünfte Auswertung wäre vielleicht noch. Okay. Dann Die die fünf. magst du ja nicht so, weil da bist du nicht Erster. Ja, Hauptsache man ist in der totalen ewigen Erster. Da, man kann jetzt von einer neuen ewigen Zeiten sprechen. Ja, genau. Genau. Das wäre Bergstedt. Das ist wohl wahr. Aber wo bin ich denn hier eigentlich jetzt? Mittlerweile bin ich jetzt. Oh Mann. Weil es zählt nur diese eine Teilnahme, oder was ist es denn? Oder nee, die aktuelle ist hier noch gar nicht drin, ne? Weil eine Teilnahme? Naja, muss man dann nach 19 Uhr nochmal sehen. Also auf jeden Fall wird das dann nochmal zum Anheizen vor der nächsten Saison, denke ich mal, gezeigt. Aber das ist natürlich heftig, wenn das so sein sollte. Da rolle ich das Feld wieder von hinten auf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, 5 Jahreswertungen haben wir durch. Clubhelden, was gibt's da so Schönes? Ja, da muss man noch sagen, Champ ist hier mit Panea jetzt drin, mit 14 Toren, in den Top 10 der ewigen Torschützenbestenliste. Oh. Ja, und auch in der Zweikampfbestenliste hat sich Thomas Sischek reingeschummelt. Was für ein Kraut das Abrisus der seinen zwei Ersten da gegeben hat, möchte ich gar nicht wissen da. Genau, das war die Das ist legendäre. schon so, das sind schon so, die Auflagen sind schon so lange her, da ist das Doping noch nicht so aufgekommen. Das hat nichts mit Dopung zu tun, das hat was mit den Namen zu tun, ja. Okan von Aprisot, das war mein Top-Torwart, da haben alle einfach Schiss gehabt. Da hat sich keiner Ah. getraut, gegen den Zweikämpfe zu gewinnen. Ganz einfach. Aber damit würde ich jetzt sagen, wirklich Ja, zum schauen wir Gewinnspiel. zum Tippspiel. Ehe die Leute hier total ausrasten. Versp Ja, und das Steppspiel. Hier ist es. Genau. Gewonnen hat keiner. Alles weiß, alles weiß. Alles weiß, damit wir sozusagen ein bisschen Spannung aufbauen. Und ich Ja. glaube, nicht ganz so spannend ist der letzte Platz. Ja, das ist Jason, wie der müsste schon mal schwarze machen. Genau. Da hat kein Weg dran vorbeigeführt. Die haben heute Ja. auch auf Dortmund getippt und verloren. Eben, ja, da sind sie noch unter die 20 Punkte gerutscht, wenn sie es nicht schon waren, was ich jetzt nicht genau weiß. Müsste ich Haben sie jetzt jetzt auch nicht im Kopf. nachschauen, aber spielt keine Rolle seit Die dem sind Fünfter. Aber sie haben vierten. sich auch über den fünften Platz gefreut, dass sie nicht Sechster sind. Genau, also von daher gesehen, alles im Vinzen grünen Hamburg Bereich. wäre besser gewesen, Unterstieg wäre besser gewesen, Apachen wären besser gewesen, aber haben eben, ja, Apachen und Unterstieg haben viel zu wenig getippt und Vinzen Hamburg haben es halt gerade nicht geschafft auf die 24. Genau. Ja, So kannst du mal. spielt das Leben nun mal, Leute. Ihr seht, man muss auch ein bisschen tippen, man muss auch ein bisschen was reinstecken, um hier was zu gewinnen. Eben. Und schauen wir mal, hat das Massenhemm gemacht? Die waren gestern noch Vierter. Dann wollen wir doch mal schauen. Ich habe ja aus taktischen Gründen, muss ich jetzt schnell noch dazu sagen, dasselbe getippt wie Massenheim. Na, In der damit Hoffnung, du es reicht. nicht. Na, dann schauen wir mal, ob es gereicht hat. Trommelwirbel. Nein! Es hat nicht gereicht. Um Und 0,022 Punkte hat sich Massenheim noch den dritten Platz gekrallt. ich Und zoome die mal ein Erklärung. bisschen ran, damit man hier das sehen kann, auch richtig. Hier, das sind jetzt natürlich 4, deswegen muss ich mal kurz. Ja, ist ja So. egal. Weil wir haben gesagt, bis auf die dritte Kommastelle und da sieht man hier 25,622 und ich habe nur 25,6. Null. Ist Wimmer, eine wimmer, Null. jammer, jammer, nicht mal mehr das Treppchen erreicht. Oh Mann. Aber das ist schon bitter, am letzten Tag noch abgefangen zu Und werden. dann mit so einem Wimpernschlag, das ist doch nicht zu fassen, ey. Na, Ja, hoffentlich haben es die Knie. auch die Erklärung, warum, dass du quasi jetzt noch abgefangen wurdest. Ich habe ja beide 2 Punkte, aber Massenham hat eben weniger Spiele getippt und dadurch eine bessere Quote quasi von Spielen. Genau, obwohl ich Gibt mehr es. Punkte erspielt habe, bin ich halt um einen Wimpernschlag schlechter.
Aber naja, was soll man tun? Aber ich hoffe ja, dass die Knappen wenigstens gewonnen haben, nachdem sie schon im Gruppenspiel so knapp ausgeschieden sind. Aber da wäre jetzt eigentlich zuerst ich dran, weil ich war gestern noch Zweiter. Ja, ich will Knapp dort bloß noch um den ersten Platz betrogen. ein bisschen die Stimmung anheizen, wie man so schön sagt. Ja. Nämlich die Knappen sind ja schon in der Gruppenphase knapp ausgeschieden. Deswegen hoffe ich, dass sie jetzt nicht am letzten Tag nochmal knapp ausscheiden. Nur Sehr, um. ja, ich habe es eben schon erwähnt, öfters erwähnt, ja, ich vergunst den Knappen wirklich voll, dass sie den Meister haben, also bekommen können. Aber natürlich, ich möchte auch mal was gewinnen. Und dann hat der Fuchs von Heising hier auch noch das Gegenteil getippt von den Knappen. Und ganz knapp richtig getippt. Und sogar das Ergebnis richtig getippt im Finale. Ne? Also es ist, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber dann machen wir halt erstmal hier, weil Heising auch der zweite noch war gestern oder immer noch ist. Erstmal seins offen mit 31. 31,36 Punkten und ich glaube, diesen Wert hatte ungefähr die Knappen gestern auch, ne? In etwa, ja. Ich glaube 31 hier, 31,5 sowas. Bisschen was werden sie verlieren, ist es genug? Ja, es ist genug. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Es ist unfassbar. Man muss dazu sagen, in seinem eigenen Fun Cup ist es das Das ist der erste erste Mal Titel. überhaupt, dass er irgendwas gewinnt. Deswegen sei es ihm vergönnt, sei es ihm vergönnt, auch seine Freude darüber. Den Knappen kann ich nur sagen, es tut mir wirklich, wirklich extrem weh, dass auch noch am letzten Tag abgefangen wurdest im Tippspiel und schon in der Gruppenphase so leicht aus, so durch blödes Glück nicht weitergekommen ist. Deswegen würde ich in dem Falle sagen, da Möb ja seinen Premium-Account sich selber schenkt, kriegst du den von mir ausnahmsweise die Saison, weil das ist zweimal so knapp ausgeschieden. Das finde ich so extrem pechhaltig. Es ist ja wirklich, Deshalb. mir tut es eigentlich jetzt trotzdem auch, ich freue mich ja natürlich, dass ich gewonnen habe, aber es tut mir richtig leid, dass jetzt die Knappen trotzdem da wieder knapp den zweiten Platz haben, da das Nachsehen hatten. Also Also das ist wirklich eine Ausnahme auch von mir, dass ich dir die Saison dann spendiere, weil ich sage mir, knapper kann man nicht ausscheiden, beziehungsweise auch in der Gruppenphase. Wir hatten es das erste Mal, dass dann vier Mannschaften 9 Punkte hatten und dann Tor gleich und alles gleich. Und dann gilt halt bei OFM der Glücksfaktor und da hattest du schon Pech und jetzt auch noch das. Also wie gesagt, du kriegst von mir den Monat, da kenne ich nichts, also für zweimal so ein derbes Pech, da freue dich, aber das ist wie gesagt für die anderen nur ausnahmsweise, weil so häufig wird das nicht vorkommen, dass jemand so viel Pech hat. Das muss man auch so sagen. Ansonsten kann ich nur sagen, war wieder sehr spannendes Tippen, muss ich Oh sagen. ja. Hier sieht man auch nochmal die Liste. Und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, das nächste Mal kann ich noch ein bisschen weiterkommen und angreifen und mit um den Titel wieder spielen. Ich brauche mal wieder einen Titel. Das Nee. wird sonst mir, sonst fühlen die vier Titel, die ich habe, sich so einsam. Deine Glanzzeiten sind vorbei. Ja, die, ich Aus weiß. und vorbei, den kannst du nachtrauern, wie du willst. Die kommen nicht wieder. Ah, es gibt immer eine Renaissance und es gibt auch eine Ja. Renaissance der Aprisos-Ära, ja? Außerdem hast du mir ja in meiner Aprisos-Ära auch Saisons geklaut, ne? Wo du den Fun Cup gar nicht gestartet hast, ne? Das muss man auch sagen. Ne? Nee, habe ich nicht. Jetzt Habe ich geht's. nicht. Hast du wohl! Ich habe immer ange, also habe es eigentlich immer angekündigt, aber es sind einfach keine, da war der Fun Cup noch klein, da Und wollten unbekannt. noch keine Leute mitspielen. Aber ich glaube, jetzt können wir das bei 32 lassen. Ich glaube, wir kriegen schon die 16 auf jeden Fall voll und der Rest, wie Ja, man sieht. 33, es wird jetzt, ich werde definitiv da nicht mehr machen. Also die 32
Werden auch dann, wenn es einmal Gold Cup ist, werden es auch diese 30 bleiben. Wir werden ihn daran erinnern, wenn es soweit ist. So, und ansonsten hoffe ich auch an die Neuen, vor allen Dingen an Rocky, dass sie nächstes Mal wieder antreten und versuchen, ihren Titel zu verteidigen. Natürlich habe ich jetzt nicht die Hoffnung, dass es schafft, aber ne, er kann es ja Schon. versuchen. Naja, ich will nächste Saison habe ich auch schon eine etwas bessere Mannschaft, da komme ich dann auch an die 90 ran. Also da kann ich dann auch mal mit ein bisschen mehr mitreden. Also du meinst, du kommst dann hier in der Liste unter die Top 20? Wäre mein Ziel, ja. Okay. Also wie gesagt, Unter diese ich. Top 20. Also ein bisschen weiter rauf noch. Okay, na dann Spannung, denke ich mal, ist garantiert auch fürs Das nächste sicher. Mal. Dann kommt vielleicht auch wieder andere Stammspieler dazu, die einen Umbruch gemacht hatten oder es einfach verpennt hatten, sich anzumelden. Und von Du daher. hast wieder eine Einladung bekommen, die, was ich verpennt habe, eine Einladung zu geben. Dann nochmal Entschuldigung an die Apachen. Das, ja, das war mein Fehler. Die haben, wollten ja mitmachen, aber ich habe es verabsäumt, ihnen eine Einladung zu schicken. Na gut, ich würde sagen, es war auf jeden Fall wieder mal ein sehr spannender Fun Cup und der erste Fun Cup mit mehr als 16 Teilnehmern. Von daher gesehen, auch beim Tippspiel haben Neuner angefangen mitzutippen und Fünfe davon sind am Ende noch übrig geblieben. Da hoffe ich natürlich, dass Jedenfalls auch, das ja. das nächste Mal noch ein bisschen gesteigert wird, weil man sieht, wie geil knapp es hier sein kann und wie viel Spannung hier dahinter sein kann. Und ich kann nur sagen, mir hat Spaß gemacht und ich werde auch das nächste Mal wieder mit dabei sein. Und in dem Sinne von meiner Seite, ich überlasse das letzte Wort natürlich wieder Möb 112 von meiner Seite. Bis nächste Saison, wenn es wieder heißt, wer ist der Optimale? Nämlich nur der eine. Und bis denn dann, ciao. Ja. Da hat er mir meinen Spruch geklaut. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Wir sehen uns nächste Saison. Auf Wiedersehen.